Habe sogar zwei Menschlichkeit. Da, mein Schwert. So, jetzt machen wir hier. Da unten sind es nämlich noch so ein paar von diesen Diebessträuchen. Und einer davon, der hockt nämlich da hinter der Ecke. Können wir hier keinen Sprungangriff mitmachen? Ja, ich glaube, das Feuerschwert war jetzt auch im Kampf gegen den Ziegendämon nicht so die ideale Waffe. Aber letztendlich habe ich ja gesiegt und darauf kommt es an. So. Da hinten, da kamen wir so nicht hin. Ich glaube, hier ging es dann in die Tiefen, genau. Und das kann man, glaube ich, auch mit dem Generalschlüssel aufschließen. Also wenn man den am Anfang gewählt hatte, so wie ich, dann muss man den Ziegendämon nicht mal bekämpfen. Was gar nicht mal so unpraktisch ist, denn der Ziegendämon ist ein ziemliches Arschloch. Und gerade, also ich habe jetzt im New Game Plus vor allem davon profitiert, dass ich sehr viel Ausdauer hatte. Also seine Schläge haben mir nicht so viel Ausdauer abgezogen. Das ist normalerweise anders. Normalerweise kosten die Schläge richtig, richtig Power. So. Ja, die Schläge kosten normalerweise richtig Ausdauer. Das heißt, man kann nicht so krass durchblocken, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ah, jetzt können wir natürlich jetzt hier, bei ihr kann man halt noch so ein bisschen Anti-Gift und so kaufen. Das sollte ich auch mal überlegen, 45.000 Seelen. Aber jetzt sollte ich auf jeden Fall auch mal mein Schwert nochmal reparieren, bevor ich dann weitergehe. Weil der nächste Weg in die Schandstadt nach unten, der ist verdammt lang. Da sollte ich mir so ein bisschen Equip mal zurechtlegen. Ich überlege nur, wie ich gerade am schnellsten zum Schmied komme. Ich glaube, am schnellsten zum Schmied komme ich über die Abkürzung, oder? Ich glaube. Ja. So. Also wie gesagt, der Ziegendämon ist natürlich vor allem ein Boss, der halt extrem viel Schaden austeilt, ne, der einem auch ganz schnell mal den Block wegschlägt, weil er eben sehr viel Ausdauer abzieht normalerweise mit seinen Schlägen. Da habe ich jetzt ein bisschen profitiert, aber ich glaube, das ist auch nur am Anfang so. Wenn ich dann wahrscheinlich etwas weiter im Spiel bin, wo ich ja auch im letzten Durchlauf schon ein besseres Equip hatte, ich glaube, dann wird das richtig schwer, weil dann zeigt sich nämlich, dass man sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln muss. Also noch viel mehr in seine Ausrüstung investieren muss. So, ich glaube, der schnellste Weg wäre es natürlich da hinten lang. Das bedeutet, aber dieser Drache wird mir natürlich nicht den Wunsch erfüllen und wird hier weggehen. Ich kann aber auch natürlich den schwereren Weg gehen. Heißt, der so schwerer ist der Weg auch nicht. Er ist bloß dezent nerviger. Wenn man halt den Typi hier hat. Und den irgendwie da so ein bisschen runterdrücken. Ja, wie geil. Nicht, dass ich da jetzt da gleich runterfalle. Ja, das ist nämlich das Nervige bei diesem Weg, dieser blöde Kerl hier. Ach, verdammt. Ach, hab ich eine Menschlichkeit dafür gebraucht. Das ist ja uncool. Wo ist meine... Da, meine Flakons. Einen Speer. So, eine Ratte war hier noch. So.
Obwohl jetzt gleich, wenn ich dann runtergehe, ne, in die Untiefen, ich glaube, da ist dann wiederum mein Feuerschwert recht praktisch. Aber ich will trotzdem mal meine Ausrüstung mal reparieren, weil allzu lange Zeit habe ich ja nicht. Also ich werde nicht so viel mehr jetzt nach oben kommen. Ach, der kann mich halt immer noch so wunderbar töten, ne? Das ist... Ich will dich backstabben. Ja, du willst von mir nicht gebackstabbt werden, ne? Verdammt, ich komme nicht um dich rum. Jetzt aber. Ach, verdammt, hat nicht mehr für den Backstab gereicht. Kann die Waffe das überhaupt? Muss ich jetzt mal so fragen, weil das klappt ja irgendwie nicht. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man dem da nicht direkt vor die Lunte rennt. Da ist nämlich einer von den Kumpels hier ist da drin. Ach, so scheiße. Jetzt stand ich echt sehr ungünstig. Hab auch direkt mal dafür kassiert. Dabei wollte ich hier eigentlich schneller vorankommen. Das macht natürlich sich gut. Oder habe ich nicht einfach noch so ein bisschen was zum Reparieren? Ich sollte mir auf jeden Fall diesmal Werk... Ach, du Schreck. Ich hab... Also, ich werde mal eben ein anderes Schwert geben, weil das ist zurzeit nämlich nicht so geil geeignet. Ich will lieber das Schwert des Grabesfürsten. Nee, eigentlich doch, ich muss hier hoch. Ich glaube, das hätte ich auch gerade gegen... Na gut, ich glaube, das wäre nicht... Weiß nicht, wäre das gut gewesen gegen den Ziegendämon... Ich habe keine Ahnung. Mach halt hiermit wesentlich mehr Schaden. Was hast du denn nochmal? Ah, du hast eine Stichattacke als Range. So. Ah, das ist nicht ganz unpraktisch. Das Schwert des Grab. Kann ich das auch noch irgendwie weiterentwickeln? Müsste ich direkt mal nachlesen. Ob man das noch schön weiterentwickeln kann, das Messerchen hier. Auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt Werkzeuge. Also, dass ich hier selbst meine Items reparieren kann, weil... das ist ja echt sonst blöd, hier jedes Mal hin und her zu rennen. Genauso blöd wie hier ständig zu kassieren. Oh, muss man den Rücken frei halten. So, jetzt du schon wieder hier. Ach du. Dieses Rumgetapse nervt mich bei denen immer. Die spielen gar nicht so schön aggressiv wie ich. So. Jetzt kommst du nochmal, du Gladius. Wie auch immer du sein magst. Erstmal schön mein Zeug zurückholen. So. Du da hinten, du interessierst mich jetzt nicht so viel, weil ich glaube, so schnell bist du gar nicht wie ich. Ui,
Das war ja mal knapp daneben, ist auch vorbei. Gut, jetzt 56.000 Seelen, das reicht zum Aufwerten, glaube ich, nicht. Also zum Auflevel meine ich ja eher. So. Schnell mal hier absichern. So, und zwar möchte ich erstmal meine Ausrüstung reparieren. Ich repariere erstmal alles. Weil dann habe ich hier auch hoppala, keine Probleme. Und das kostet ja auch alles. Oh, mein Blutschild und Graswappenschild. Stimmt. Oh, ich müsste mich mal wieder mit den ganzen Schildern auseinandersetzen. Welches oder welcher Schild? Ich weiß, ihr kritisiert das immer bei mir, dass ich auch den beliebten Fehler mache, zu sagen, das Schild, obwohl es ja eigentlich der Schild heißt. Welcher Schild für mich am besten geeignet ist, da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Auf jeden Fall jetzt hier erstmal alles repariert. Ich glaube, diese schwarze Goldsaumrüstung, ich glaube, die war auch nicht so schlecht. Ich glaube, die kann ich auch mal wieder anziehen. Muss mich da echt mal auseinandersetzen, was hier dann wirklich gut ist. Oh, dieses Klicken. Ah ja, meine Paladin-Sachen. So. Boah, über 10.000 Seelen erstmal ausgegeben. Ich glaube, ich kann die jetzt mit dieser... Nee, Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer. Reparaturkiste, da kaufen wir mal jetzt mal ein paar Stück von. Oh, ich kann... Ah ja. Das Wappen. Artorias Wappen. Ja, das brauchen wir erst später. Die kleine Scherbe kaufen wir jetzt noch ein paar Mal. 15 Mal. So. Genau. Was anderes brauche ich auch gerade nicht. Ich kann mir da ein bisschen meine Pfeile ausrüsten. Mal ein paar große Pfeile kaufen noch. 520 Pfeile. Weil, dass ich auch da mal wieder mit Pfeilen arbeite. So. Ja, jetzt können wir eigentlich den ganzen Weg wieder zurück marschieren. Wobei ich ja dann diesmal wieder meine... Aber ich wollte ja mal ganz kurz bei meinen Schilden gucken. So, und zwar habe ich ja dann hier auch so wieder Silberritterschild, das Drachenwappenschild, Gargoyle-Spiel, Blutschild plus 6 ist auch nicht schlecht. Ist eigentlich gar nicht, ist eigentlich ziemlich gut, das Blutschild. Ich nehme ich auch direkt wieder den Blutschild plus 6. Kann ich auch wieder hier mal ein bisschen rumschilden. Wie die Schildbürger. Ich würde ja gerne sagen, dass der Rückweg leichter wird als der Hinweg. Aber das wird ja nur bedingt. Hm. Ich muss das gerade mal wieder mit den Reposten lernen. Jetzt. So, schöner Counter. Kann man das auch bei dir? Ja. Das erfordert nämlich total viel Ruhe. Und das ist normalerweise nicht so meine Stärke in solchen Games. Muss ich ja leider mal sagen.
bin eher so dieser, ich will alles schnell machen, klick, 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 Spieler. So, an euch renne ich jetzt hier mal alle überall gekonnt vorbei. Boah, fressen wir erstmal einen harten Hit. Deswegen lieber nochmal einen gesoffen, um nochmal den gleichen Hit zu fressen. Wow, 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 jetzt aber ganz schnell hier zum Leuchtfeuer. So. Okay, unser Drache fliegt jetzt gerade seine Runde. Aber das soll mich ja nicht stören. Denn diesmal muss ich ja nur hier hin. Und da ich mich jetzt nämlich auch gerade schon so schön eingedeckt habe, will ich noch was ganz Cooles machen, bevor wir runtergehen in die Untiefen. Voll der Combo-Move gerade. Der blockt das einfach mit seinem Holzschild, obwohl ich hier das Schwert von Nito trage. Der blockt das da einfach so ab. Ne? Ist ja auch manchmal schon recht komisch. Ach, verdammt. Aha. Ja, die kommen nämlich hier runter eh nicht hinterher. Dafür haben wir hier den Axtmann, den guten Tim. So. Bei dir kann ich nämlich was Lustiges kaufen, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Genau, die bodenlose Kiste. Anwesenschlüssel. Ja, nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, ob ich das später noch brauche. Ansonsten. Nö. Nö, braucht man nichts mehr von dir. Okay. Okay, sehr schön. Mein Spiel hat sich aufgehangen. Das ist jetzt ja ziemlich uncool. Ganz kurz Stopp machen. Ah, nee, mein Spiel geht wieder weiter. Thank you kindly. Ja, mein Spiel hat einfach gerade mal so sich für ein paar Sekunden aufgehangen. So, aber. You've gone mad, have you? I'll teach yep. You, you lousy rat. Why me, little. Menschlichkeit, oranger Führungsspeckstein und Uchigatana. Genau, Uchigatana, das Ding wollte ich nämlich haben. Das Uchigatana ist nämlich ein ganz cooles Schwert. Hier, dieses, so ein fettes Ninja-Schwert, so ein, ja, oder eher so ein Samurai-Schwert, however. Aber das ist noch gar nicht mal der Grund, warum ich das haben wollte. So. Yep. Weil, das kann man nämlich dann später mit einer Seele, die ich habe, kann man das Ding wunderbar aufrüsten. Oder mit einer Seele, die ich auf jeden Fall noch bekomme. So, Waffe verstärken. Uchigatana. Uchi. Wo bist du, Uchigatana? Da. So. Deswegen habe ich ja auch diese ganzen kleinen Scherben gekauft. Ich weiß nicht, wie viele ich davon letztendlich brauche. Den Blitzspeer könnte ich auch mal auf... Und mit den grauen Brocken könnte ich mal den Blitzspeer aufwerten. Muss ich mal gucken, ob sich das lohnt mit dem Blitzspeer. Klingt auf jeden Fall interessant. Eine Sense wollte ich ja auch schon immer mal eine haben. Da muss ich nur gucken, dass ich da auch eine schöne Sense vielleicht draus mache. Ansonsten... Ja, lassen wir erstmal alles so, wie es ist. So, was wir aber noch machen können, ist mal die bodenlose Kiste benutzen. Und dann können wir mal so ein paar Sachen reinpacken.
So, erstmal alles, was wir hier nicht brauchen. Mal da rein. Also alles, was nicht zu meinem... Ne, das Claymore behalte ich, weil das sind meine guten Waffen. Das Schwert des Drachentöters behalte ich mal auch. Das habt ihr ja schon beim ersten Durchlauf immer kritisiert. Ey, du benutzt gar nicht die bodenlose Kiste. Du Schwein. So, wie gesagt, ein paar Dinge behalte ich aber, weil sie für den weiteren Spielverlauf ganz nützlich sind. Die Gargoyle-Axt wollte ich auch nochmal ausprobieren. Das ist ja diese Axt, die wir ich jetzt irgendwie schon zweimal habe. Jetzt habe ich die schon zweimal. Die Schwarzritter-Großaxt behalte ich auch mal. Die okkulte Keule ist sogar sehr wichtig. Behalte ich auch mal. Den Morgenstern gehen wir weg. Riesenkeule gehen wir weg. Den Mondhammer. Grand. Naja, ich kann hier nicht. Drachenzahn, Speer, Blitzspeer. Obwohl, beim Blitzspeer könnt ihr mir bitte nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich den aufwerten soll. Das würde mich nämlich mal interessieren. Göttliche Hellebarde. Göttliche Items brauche ich eigentlich gerade keine. Ah, hier ist die Gargoyle-Helle. Nee, das ist auch nur ein Item, was ich mal so bekommen habe. Riesenhellebarde. Großsense, die Finsterhand, Kurzbogen, Kompositbogen, lalalala. Ich lese jetzt hier mal nicht alles vor. Ich muss nur gucken, dass ich hier irgendeinen Bogen noch mit dann... Vielleicht gucke ich mal, dass ich diesmal auf die großen Bögen mal so ein bisschen skille. Den göttlichen Großbogen, den können wir, glaube ich, nochmal behalten. Die Beschleuniger können alle weg, weil... Ebenso wie die Schädellaterne. Das Rotwiss-Schild. Das Sonnenschild, das gehört zur Ausrüstung von Solaire. Das behalte ich deswegen auch noch. Es dürfte ich eigentlich zumindest schon mal bei den Waffen ziemlich mal für Ordnung gesorgt haben. Ja. Sehr gut, nur noch genau das da, was ich auch dabei haben möchte. Können wir eigentlich bei meiner Rüstung noch was verstärken? Nee, erstmal packen wir erstmal mal die Rüstungen in die bodenlose Kiste. Meine Rüstung. So, Ketten. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das Elite-Ritter behalte ich, weil ich die Elite-Ritter ja auch noch gerne aufwerten will. Einfach weil ich die Elite-Ritter-Rüstung sehr mag. Ist ja auch die Cover-Rüstung. Banditen, ja, die kann weg, die Banditen-Rüstung. Ich weiß, es ist gerade für euch wahrscheinlich nicht so spannend, aber... Da werden sich so viele Leute drüber freuen, dass ich endlich mich mal von diversen Items trenne. Ich kann sie immer wieder mitnehmen, also sie sind ja jetzt nicht weggeworfen. Eine Blechrüstung, irgendwie auch nicht so geil. Wer trägt denn bitte eine Blechrüstung? Ah ja, die Goldsaum. Nee, der Goldsaum ist nicht so stark, aber... Ah, die Schattenmaske, die wird ganz wichtig gleich noch werden. Die Schattenrüstung hat sehr hohe Giftresistenz und das ist in der Schandstadt, ist das extrem wichtig. Nee, die Silberritterrüstung behalte ich auch, alleine weil sie Silberritter ist und weil sie Blitzresistenz hat, das ist das Schöne. Die Schwarzritterrüstung fand ich jetzt nicht so geil. Gut, die könnte man auch hochwerten wahrscheinlich, deswegen behalte ich sie mal mit drin. Ja... Magier-Ausrüstung ist nicht so wichtig. Der Gargoyle-Helm ist auch sehr wichtig, weil der hat auch wieder Blitzresistenz.
Und die Havel-Rüstung ist sowieso die eigentlich beste Rüstung im Spiel. Das Symbol der Gier behalte ich auch, weil das erhöht meine Chance, ein Item zu erhalten. So, haben wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen besser organisiert. So, dann haben wir hier... Aua. Kann ich sogar gar nicht benutzen. Wo ist denn mein Blitzzweihänder? So, mein Blitzzweihänder wieder in die Hand. Obwohl, nee, wir gehen ja gleich in die Gebiete. Oh, oh. Wir gehen ja gleich in die Gebiete des Giftes. Da ist ja immer Feuer recht gut. So. Ach, der Typ ist einfach gerade runtergefallen. Ja, darunter musste ich. Zack. Ich war gerade nur etwas verwirrt, weil meine Aufnahme zeigte gerade, dass ich irgendwie keine Tonaufnahme mache. Das lag aber natürlich daran, dass ich auch nichts gesagt habe. Logischerweise.